Wann sind Bananen wirklich reif? Ich habe es gerade ein bisschen falsch geordnet. Also das hier sind sogenannte Smoothie-Bananen, also das sind ganz normale Bananen. Die wurden vom Shop jetzt Smoothie-Bananen genannt, weil die angeblich halt ja weich sind und nur noch für einen Smoothie genießbar seien. So stelle ich mir es zumindest vor, dass sie das deswegen so genannt haben. Und die liegen schon 5 Tage. Also jetzt mal abgesehen, dass er hier so ein bisschen offen und kaputt ist vielleicht. Also es könnte auch ein bisschen Schimmel sein, keine Ahnung. Jedenfalls lagen die jetzt sogar noch weitere 5 Tage. Und jetzt halt die Frage an euch quasi, ob die halt wirklich reif sind. Aber ihr seht ja hier schon andere Bananen noch. Also erübrigt sich die Frage schon wieder fast. Aber naja, so ein paar Punkte ist noch nicht wirklich reif. Und teilweise kann man dann auch noch, ja, hier jetzt vielleicht nicht so ganz ein bisschen grün noch erahnen am Stängel. Das waren die einen, also hier ist die Kiste. Hier habe ich gerade die Äpfel rein entleert, weil ich ja dran gedacht habe, dass sie ja dann eigentlich schneller reifen, wenn die mit Äpfel zusammenliegen. Ich habe es bisher immer nur mit Avocados gemacht. Hier sieht man es vielleicht deutlicher, dass so ein bisschen grünlich am Stängel aussieht. Das sind halt alles die gleichen Bananen, die ich bekommen habe von gegessen wird immer. Teilweise werden die dann halt auch so schwarz schon, wo die gedutscht sind und dann leider matschig werden und teilweise auch vergammeln, bevor die halt wirklich reif werden. Das sieht man hier auch. Das habe ich häufiger das Problem bei Bananen. Da musste ich jetzt auch schon ein paar wegschmeißen, weil die dann halt gammelig werden, bevor die wirklich reif werden. Aber sowas sind noch keine reifen Bananen. Sowas kann ich noch nicht mal zur Not essen. Da ist einfach noch zu viel Stärke drin. Kriege ich sofort Schwindel. Wenn ich aber dann zum Beispiel gekochte Stärke esse, Kartoffeln oder so, dann vertrage ich das wieder besser, weil ich dadurch viel mehr Energie generieren kann, weil mir das dann viel mehr gibt als einfach eine unreife Banane, sage ich mal. Oder halt, ja, der Geschmack ist einfach viel geiler von Kartoffeln, sage ich mal so. Deswegen kann ich rohe Stärke nicht so wirklich vertragen, weil mir es nicht schmeckt. Ja, dann haben wir das nächste Stadium sozusagen. Die sind jetzt aus dem Bioladen. Die schmecken mir auch besser, muss ich sagen. Also allgemein diese Sorte oder Untersorte, weil es ja im Prinzip immer dieselbe Sorte, die es von Bananen gibt. Cavendish oder wie das heißt. Das sind jetzt hier die Carmita-Bananen. Das ist eigentlich die mindeste Qualität, die ich an Bananen essen kann, sage ich mal, oder halt gut finde. Die anderen kann ich halt auch essen, wenn ich irgendwie vermixe oder Bananeneis draus mache. Aber sowas kann ich auch sehr gut so essen, was ich auch sehr gerne mache, dass ich eine Banane längs in der Hälfte schneide, dann eine Hälfte nehme, nochmal unterteile mit dem Messer und dann so halt rauslöffel. Das finde ich eine coole Art, Banane zu essen. Auf jeden Fall hat die schon sehr gut Punkte, sehr viele Punkte, die könnte ich theoretisch halt auch essen. Ist noch halt noch nicht ganz optimal. Und die Punkte sind halt ein Indikator davon, dass sie auszuckern sozusagen. Also jetzt nicht nach außen hin, wie jetzt bei Datteln vielleicht, die ja halt eine krassere Schale hier haben, sondern dass halt die Stärke wirklich in Zucker umgewandelt wird, was halt die Reife auch beschreibt bei Früchten. Also bei manchen wird der Säureanteil verringert, wie bei Zitrusfrüchten oder halbsauren Früchten. Stimmt, das hat glaube ich, dann auch echt den Zusammenhang mit der Unterteilung saure Früchte, süße Früchte, halb saure Früchte. Da wird dann halt, wenn die unreif sind, beziehungsweise schmecken die halt ziemlich sauer und auch teilweise immer noch leicht sauer, wenn die reif sind. Aber das ist dann halt eine Säure, die basisch verstoffwechselt wird, im Gegensatz zu unreifen Früchten, wenn die dann sauer schmecken. Und bei Süßfrüchten ist es dann halt wahrscheinlich so, dass die am Anfang, wenn die unreif sind, Stärke haben und das dann in Zucker umgewandelt wird. Und das wird bei Bananen halt durch die Punkte indiziert. Und optimal finde ich es, also die hier ist auch noch nicht optimal, aber irgendwann sind es halt so viele Punkte, dass das in allgemeine Bräune umschwenkt. Das heißt, hier ist dann quasi die ganze Stärke ausgezuckert. Und wenn das halt jetzt so rundum braun wäre, dann ist das für mich die optimale Essreife. Und die können dann auch gerne noch dunkler braun werden, solange die nicht ganz schwarz werden und matschig werden. Finde ich, dass die optimale Essreife, wenn die halt komplett braun sind und auch noch dunkler werden. Beziehungsweise komplett braun ist schon optimal und dunkler werden ist dann noch optional sozusagen. Und die ist auch noch immer noch torpedohart. Deswegen ist das eigentlich perfekt. Nur man hat halt öfters das Problem leider, dass sie halt wie gesagt vorher schimmeln oder gammelig werden, bevor die halt einfach so einen Status erreichen.
Wie gesagt, mit Äpfeln und Avocados kann man die schneller nachreifen lassen. Das hätte ich machen sollen. Die liegen schon 5 Tage, also mindestens eine Woche sollten. Also wenn Bananen gar keine Punkte haben, dann sollten die mindestens eine Woche mit Äpfeln oder Avocados zusammen nachreifen. Oder man nimmt eine Tüte und wickelt die ein, damit die halt ihre eigenen Pheromone, die die am Stängel besonders nicht ausschütten, ist ja ein Gas, ist ja keine Flüssigkeit. Aussenden wäre auch vielleicht falsch, aber ausgeben sozusagen, um es allgemein zu halten. Ja, wenn man es halt umwickelt, dann sind die, dann fliegen die nicht durch den ganzen Raum halt sozusagen, sondern bleiben halt in einem geschlossenen Fenster, sage ich jetzt einfach. Weil ich jetzt keine Lust habe, immer diese perfekten Begriffe zu suchen, keine Ahnung. Ja, genau, also das ist eigentlich schon ganz geil. Also ihr müsst das halt selber entscheiden, wie ihr die halt essen wollt. Also das würde bei mir zur Not auf jeden Fall klar gehen. Lieber esse ich sie halt so oder wenn sie komplett braun sind. Das hier geht bei mir überhaupt nicht klar mit so ein paar Punkten. Da esse ich dann lieber echt gar nichts. Oder trinke halt Wasser auch mal, was ich aber auch schon, keine Ahnung, 2 Jahre oder so nicht mehr gemacht habe. Ja, also ich habe jetzt leider keine komplett Vollreifen da. Also die können halt, sage ich mal, auch so schwarz werden, aber diese Schwärze ist halt jetzt indiziert, dass sie halt Druckpunkte haben und dann ja ein bisschen gammelig, sage ich mal, werden. Oder alkoholisch auch. Aber das ist halt im Prinzip fast dieselbe Farbe, die sie erreichen könnten oder die sie halt erreichen, wenn sie komplett ausgezuckert sind. Vielleicht nicht ganz so krass schwarz hat, aber ein ziemlich dunkles Braun und sind dann halt trotzdem nicht so übelst weich, sage ich mal. Und besonders bei einer Gemüsebanane, werden die meisten auch kennen, die sollten sogar komplett schwarz und auch komplett weich sein. Die sind dann nicht alkoholisch, sind aber extrem süß und schmecken aber extrem geil. Und dann mache ich es immer so, dass ich dann halt welche mische, dass ich dann, weiß nicht, so 6 Bananen hiervon nehme in Smoothie und 3 Bananen oder 2 bis 3 Gemüsebananen. Und dann schmeckt es extrem geil, auch als Eis. Gut, ich könnte vielleicht sogar noch mehr zu Bananen sagen, aber ich mache mal Schluss mit dem Video. Ach nee, ich könnte kurz noch Äpfel. Das sind Boskop-Äpfel, beziehungsweise ich habe hier ein bisschen vorbereitet. Die Reife von Äpfel, beziehungsweise Boskop-Äpfel. Das sind halt jetzt, also es gibt bei Boskop auch die, die halt komplett braun einfach nur sind. Außen an der Schale ungefähr diese Farbe. Aber der ist jetzt schon teilweise rot. Hier zum Beispiel. Und ja, so sieht eigentlich ein Boskop-Apfel, wenn man den jetzt von oben betrachtet, rundum normal im Handel aus. Und das ist jetzt hier einer vom selben Baum. Auch gleichzeitig sind die also abgefallen, automatisch, also Fallobst sozusagen. Aber so sieht ein Boskop-Apfel richtig schön reif aus. Kommt natürlich auf die Sorte drauf an, welche Farbe die letztendlich annehmen. Aber hier ist halt, sieht man halt zum Beispiel, dass das hier noch grün ist. Also der ist jetzt nicht rundum perfekt reif. Der hier ist, hier sieht man überall grün durchschimmern. Das ist überhaupt nicht reif. Das schmeckt dann sehr sauer. Aber der Boskop-Apfel schmeckt dann sogar sehr süß. Also wirklich sehr süß, finde ich. Obwohl das der Apfel ist, der am wenigsten süß schmeckt von den bekannten Sorten oder den erhältlichen Sorten. Und er hat dann halt einen leichten Säureanteil noch, der aber halt dann optimal sich ergänzt. Also dass das halt geschmacklich einfach sehr, sehr abgestimmt ist aufeinander. Und bei dieser Farbe kriege ich immer noch Probleme mit den Zähnen, weil einfach zu viel Säure drin ist und auch, halt auch Verdauungsprobleme. Also es wird dann halt nicht optimal verdaut. Aber letztendlich müsst ihr halt selber entscheiden, wie ihr es halt essen wollt. Es ist halt alles immer noch roh. Das ist halt schon Schritte weiter, als wo die allermeisten stehen, auch wo die allermeisten, die schon den Reinigungsweg gehen, stehen. Wenn ihr euch an Rohkost halten wollt, dann könnt ihr halt auch diese Bananen essen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich empfehle deutlich, die zu essen, weil die Verdauung ist einfach so viel besser. Ihr tut den Zähnen einfach viel mehr Gutes. Viele klagen ja auch bei der Rohkost unter schlechten Zähnen. Das liegt einfach daran, dass die Bananen oder Äpfel halt nicht vollreif essen. Und Obst allgemein. Weil man halt auch nichts Reifes kriegt. Das ist das Problem. Und dann empfehle ich dir noch eher eine gemüsebasierte Rohkost oder gemüsebasierte Ernährung oder halt sogar gebackene Kartoffeln. Das esse ich
eher, als dass ich solche Bananen esse. Ja, beziehungsweise das esse ich auf jeden Fall eher als solche Bananen. Oder halt gar nichts esse ich dann. Aber trotzdem eher noch Kartoffeln halt als sowas. Also es geht eigentlich gar nicht klar. Aber wenn ihr halt gut mit klarkommt, also von der Verdauung ist es halt immer noch besser als gekochter Junkfood, sage ich mal, wo alles aneinander gehauen ist mit Gewürzen, Salz, Fette, Stärke, alles dabei, Protein und Massessen, verarbeitet, raffiniert und sowas. Klar, das ist dann auch mega schwer verdaulich. Und da ist sowas dann natürlich trotzdem einfacher verdaulich. Ist halt eine Frucht und es ist Rohkost. Ja, müsst ihr halt selber entscheiden. Punkto Verdauung und punkto Zähne. Gut, dann war es das jetzt aber mal. Das war dann jetzt doch ganz gute Information, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.